Schön, dass du wieder dabei bist. Heute im fünften Teil der Achtsamkeitsserie geht es darum, wie wir mit der Achtsamkeit aus der Angst aussteigen können. Sei gespannt, was ich alles erzählen werde. Nein, es ist nicht seltsam. Wenn du die anderen Teile gesehen hast, das sind vier Teile bis jetzt mit fünf Methoden, wenn du die gemacht hast, dann wirst du mitbekommen, dass du schon jetzt weniger Angst hast. Und gerade bei dem letzten Video, dem vierten Teil, geht es ja darum, über die Achtsamkeit auch mehr Bewusstsein zu kreieren. Und wenn ich mehr Bewusstsein kreiere, durchschaue ich die Situation viel besser und viel einfacher und viel schneller. Angst entsteht dann vor allem, wenn du eine Situation nicht kontrollieren kannst. Wenn du nicht weißt, wie muss ich darauf reagieren, was passiert jetzt, ich habe keine Ahnung, was passieren wird, dann entsteht Angst. Mit Bewusstsein und Bewusstsein bekommst du durch die Achtsamkeitsübungen, die ich dir an Hand gegeben habe, besteht kein Grund mehr, die Zukunft zu kontrollieren zu müssen. Und wenn ich die Zukunft nicht kontrollieren muss, kann ich viel relaxter sein. Dann bin ich viel mehr im Hier und Jetzt. Und darum geht es doch. Und wenn ich im Hier und Jetzt bin, wozu brauche ich da Angst? Gibt es keinen Grund mehr. Und mit der Achtsamkeit schaffst du es. Also ist dieses Video vor allem ein Aufruf, alle fünf Maßnahmen, die ich dir bisher an die Hand gegeben habe, wieder zu machen und wieder zu machen und wieder zu machen. Denn wenn du alles machst, wirst du viel bewusster. Wozu brauchst du dann noch Angst? Es macht keinen Sinn mehr, Angst zu bekommen. Du kannst dich mal über etwas ärgern. Okay. Ja, aber es geht schnell vorbei. Und diese Achtsamkeit, um es noch einmal deutlich zu sagen, gerade im letzten Video, schau dir immer differente Meinungen an und mache deine eigenen Rückschlüsse draus. Das ist das Einfachste, was du machen kannst. Und gleichzeitig das Schwierigste, weil du aus deinem Gedankenapparat, deinen Konstrukten aussteigen musst. Also ist dieses Video hier vor allem ein Aufruf, um die anderen Maßnahmen, die ich dir schon an Hand gegeben habe, wiederzumachen. Also ständig zu wiederholen. Denn dann wirst du merken, wie dein Bewusstsein ansteigt, wie du viel bewusster wirst, wie du viel mehr die Wahrheit durchschauen kannst. Und das führt dazu, dass du aus der Angst aussteigst. So einfach ist das. Wenn du die Achtsamkeitsübungen machst und vor allem konträre Meinungen, polarisierende Meinungen miteinander vergleichst und dir beides anschaust, und das ist so die Hauptmethode, um Bewusstsein zu kreieren, gibt es keinen Grund mehr für Angst. Dann kannst du drüber lachen, was da passiert im Außen. Und dann ist es deine Verantwortung, Familie, Freunde an die Hand zu nehmen und sagen, hey, komm, wir machen mal die Übung zusammen. Wir machen mal die Übung. Was bekommst du damit? Vernetze dich mit Gleichdenkenden, die auch die Achtsamkeitsübungen machen. Und wenn du andere findest, die diese Maßnahmen machen, diese Methoden machen, diese Übungen machen, dann wirst du feststellen, dass du in einer Gruppe bereits wesentlich weniger Angst kreierst. Aber mehr Bewusstsein, mehr Achtsamkeit. Ihr werdet anders, respektvoller mit anderen Menschen umgehen. Und diese werden anders mit euch umgehen, auch respektvoller. Und das ist das, was die Achtsamkeit bewirkt. So, und wie jetzt am Ende eines jeden Videos von mir, auch hier wieder der Aufruf, wenn es dir gefallen hat, lass mir doch mal einen Daumen nach oben. Und vor allem würde es mich jetzt interessieren, was hast du für Übungen gemacht? Wie sind sie bei dir angekommen? Hast du etwas gemerkt? Hast du etwas nicht gemerkt? Gibt es noch Fragen dazu? Schreib es mir doch in die Kommentare. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere doch den Kanal und auf das Glockensymbol klicken. Denn wenn du das Glockensymbol angeklickt hast, dann bekommst du auch die Information, wenn ein neues Video von mir erscheint. Und bis dahin sage ich, in einer besseren Zukunft hier im Studio von Santosha TV, denn hier geht es um eine bessere Zukunft, um ein Miteinander, ein Vernetzen. Bis bald. Tschüss.